Der Kampf geht weiter mit einer neuen Runde zu Naruto Generations Online. Hallo Leute, willkommen zurück und zwar diesmal zu einer kleinen Special-Folge, denn ich möchte hier mal was Neues versuchen mit der sogenannten Phönix aus der Asche-Variante. Mal gucken, ob mir das so gelingt mit Hinata gegen meinen alten Main Minato. Theoretisch müsste es funktionieren, da ich ja wie bereits gesagt Minato mein alter Main war, genau, ein bisschen langsamer sprechen, dafür deutlicher. Und deswegen würde ich mal sagen, kenne ich ihn schon ziemlich gut, weiß, wie der Gegner damit umgehen kann und kann auch mit Hinata, mit der ich auch schon den ein oder anderen Kampf beschrieben habe hier online, diese Taktik anwenden. Ja, ihr seht schon, ich bin relativ, naja, jetzt halt nicht mehr so wirklich. Auf alle Fälle, die Taktik dahinter ist zuerst einmal, mich ein bisschen warm zu laufen, mich ein bisschen einzuspielen, was bereits gelungen ist, und dann in den roten Bereich, also sprich hier wohl eher orangen Bereich, zu gelangen. Denn nur da funktioniert die Phönix aus der Asche-Variante. Na, Minato, kommst du? Na, dann eben nicht. Gut, Ultimate-Jutsu klappt nicht, das war mir irgendwie klar. Gut, es läuft soweit... danke, Kakashi. Es läuft soweit ganz gut, ich muss nur mal kurz gucken. Ich brauche noch ein bisschen mehr Ausweichvariante. Okay, langsam kann ich mal anfangen damit. Ja, verdammt. Da kommt Kakashi schon wieder und jetzt könnte er schon wieder eingreifen. Das gibt's einfach nicht, hey, so. Ja, geht doch ganz gut. Und noch kurz abblocken und dann kann ich... Nein, jetzt kommt das schon wieder. Verdammt, meine Arbeit durchbrochen. Okay. Jetzt müssen wir beeilen, aber jetzt endlich. Phönix aus der Asche-Variante. Bam. Und Combo-Time. Oh, ausgewichen. Komm schon, Hinata. Ausweichen, ausgesprungen und tschüss. Wow, Kiba, komm mal endlich. Dankeschön, Kiba. Und abgeblockt. Er will nicht. Und ausgewichen. Und yeah, bam. Bums. Und das war's. Noch nicht? Egal. Dafür war's das jetzt. Das war die berühmte Phönix aus der Asche-Variante. Ja, klappt natürlich nur, wenn man den Gegner bereits gut kennt. Sprich, vor allem den Charakter, den man spielt. Und man selbst mit dem eigenen Charakter sehr gut drauf ist. Frauenpower eben. Und wieder mal geht's weiter mit Frauenpower. Diesmal mit Mei Terumi gegen Naruto. Oder sprich Mangel Sein gegen X0, X Konoha, X0X, irgendwie sowas. Ja, ja, den Namen immer. So, Mei Terumi, hat einen leichten Ruckler drin, das war ja auch sehr schön. Ja, Frauenpower, das ist soweit ganz gut. Nur ob ich mit Mei Terumi dann noch umgehen kann, ist die andere Frage. Na super, Rasengan Spammer. Nee, Quatsch, Rasengan Spammer, aber das Rasengan ist ja schon meistens so eine Art Spamming-Attacke und da müsste ich ja, der ja so als Main früher mal Minato hatte, als jetzt gemein da den Naruto Senin-Modus hat, müsste ich doch eigentlich da mit dem Rasengan umgehen können, sprich da auch ausweichen können, etc. etc. bla bla bli bla blu. Ist ja auch egal. Soll ich lieber hier ein bisschen konzentrieren, Naruto. Ja, der Naruto ist ein bisschen übel, vor allem das Ultimate Jutsu. Da kann ich, wenn ich da ganz blöd bin, kann ich da übelst in die Falle laufen, aber sowas von übel. So wenn ich wie jetzt hier, komm schon, Lava-Attacke, ja, geht doch, so ein Lava-Bad ist doch sehr erfrischend. Es öffnet alle Poren, garantiert, und zwar endgültig, na klar, Mann, aua, na klar, da kommt Sakura noch dazu, aua. Kombo machen wollen, oder was? Der wollte eine Kombo machen, der fiese Sack. Aber nicht mit Mei Terumi, nein! Aua! Nein, nein, ich bin voll reinge... Er hat mich voll erwischt, Leute. Das alte Menü in Naruto ist so übel, weil ausweichen bringt nichts. Dann müsst ihr 3-4 Mal ausweichen, deshalb lieber ablocken. Verdammt! Hey, Alter, ich will eine Revanche, ist das klar? Und Revanche krieg ich jetzt, Mann, die Revanche krieg ich jetzt, warum? Meine Güte. Der letzte Kampf war ein bisschen fail von mir, ich weiß, das wird diesmal ein bisschen besser, hoffe ich zumindest, denn, ja, wie gesagt, ich weiß jetzt, wer kämpft und da beim Ultimate Jutsu, muss mich einfach besser konzentrieren, sprich nicht einfach da intuitiv einfach ausweichen, sondern halt da wirklich abblocken, weil ausweichen ist bei dem Jutsu echt scheiße. Habt ihr ja gesehen, was da passiert, einmal ausweichen und trotzdem hat er euch. So, jetzt habe ich ihn zwar, dafür habe ich keine Ausweichleiste mehr. Da ist ja sehr beruhigend. Und gleich nochmal, haha, jetzt ist mal voll reingelaufen, guck mal, ein feuriger Kuss. Gut, dann ist das auch geklärt, Mei, was machst du, Schakaladen, das machst du gut, Ausmachen machst du auch gut, und Lavabad, schon wieder, oh, jetzt macht es ein bisschen besser. Na, kommst du? Er will nichts.
Takashi, abgeblockt. Aua, Sakura, den hab ich nicht mehr gesehen. Mann, ey, hier bin ich. Oh, scheiße, der mir. Er kann ausweichen, ich nicht mehr. Wehe, er macht jetzt gut. Ich darf Abstand. Blocken! Hey, ich hab doch geblockt! Junge! Mann, oh Mann, ich hab doch geblockt, Menschenskind, ey. Haben wir Schwert, so, jetzt hab ich jetzt hat's funktioniert. Einfach immer draufhauen und ausweichen. Wow, jetzt hat's geklappt, Mensch. Wenn schon ausweichen, dann nach hinten. Was war das gerade wieder? Ich hab geblockt. Wow, ist ausgewichen, gut, hat er geklappt. Jetzt Verteidigung durchbrechen, komm schon. Nein, Kakashi, was machst du da? Halt mit Jutsu-Tausch, du bist doch ein Arschmann. Move. Oh Mann, Kakashi, hey. Dass der unbedingt jede Frau beknutschen will, naja. Das soll man machen, nicht wahr? Oh, Sakura mal wieder. Und da geht Naruto in den Ultimate-Zustand. Wachzustand. Ach du Scheiße. Nein, der hat mehr Ausweichreisen als ich. Okay, jetzt müssen wir konzentrieren. Alter. Boah. Nein, nein. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Hilf mir, Kumpel, hilf mir. Ich brauche mehr Ausweich. Komm schon. Nein, einer reicht schon. Ja, dann eben nicht. Huh. Ah, richtig nachgesprungen und jetzt komm schon! Wow, das war knapp, hey. Da beim Naruto geschwänzte Fackelmodus, wie auch immer, müsst ihr höllisch aufpassen, Freunde. Vom Abblocken bringt überhaupt nichts, der durchbricht jeden eurer Schilde, hey. Alter Schwede, der war jetzt echt krass, hey. Puh, aber gewonnen. Knapp, aber trotzdem gewonnen. Der nächste Kampf zum Abschluss, was war denn das gerade? Habt ihr es richtig gesehen? Na klar. Naruto Sennin gegen Naruto Sennin, das kann ja spannend werden. Okay, fangen wir gleich mal an mit dem Spammen. Nee, Quatsch, ich noch gar kein Spammen, noch gar nicht. War erst die erste Attacke. Das wird erst ein zweites Mal zum Spamming. Das ist nicht ein Ernst, Alter, oder? Schuriken klappt doch nicht, das wissen doch alle, ist viel zu langsam die Technik. So, und da kommt er mit dem Rasenring. Wieso bin ich nicht... Echt? Ich hab doch geklickt. L2, da steht's doch zum Ausweichen. Hat nichts gebracht. Super. 1A. Hallo, ich seh nichts mehr. Welches meiner? Ich seh nichts mehr. Welches meiner? Hilfe. Achso, da bin ich. Huh. Toll ausgewichen. So. Nein, jetzt hat er mich voll erwischt. Hey. Dämliche Rauchwolle, hab nichts mehr gesehen. Nein, ist ja super, hey. Ich dachte, Pink könnte ein bisschen verwirren, aber. Junge. Das kann ich auch. Ja, Moment mal kurz. So, siehst du, das kann ich auch. Okay. Muss ich das verstehen, Freunde? Ich hoffe mal nicht. So, was macht er? Oh, nee, du gehst mir nicht in den Wachzustand. Nee, Freundchen. Du kriegst lieber noch ein zweites Rassenschulgrim verpasst. Das war wohl nichts, wa? Komm schon euch aus. Okay, er will nicht. Schade. Hätte ich sonst eine coole Kombo starten können, aber sei es drum. Na, was machst du jetzt? Komm schon, nächstes Shuriken! Und er dachte wohl, er wäre schneller! Das war jetzt irgendwie ein seltsamer Kampf, naja, egal. Leute, wieder mal habe ich hier gewonnen! 4 Kämpfe, 304 gewonnen, ist ja jetzt nicht so übel, nicht wahr? Lief auch schon mal schlechter. Aber irgendwie damit Meteor muss ich mehr trainieren und mit Hinata bin ich gar nicht mal so übel. Hmm.